Treffpunkt Rote Düne. Mehr als 100 Meter geht es in Monsterbuggies steil bergauf und bergab. Wer schafft den längsten Wheelie und bricht sich dabei nicht die Knochen? Der ultimative PS-Wahnsinn, den sich Matthias auf keinen Fall entgehen lassen möchte. Am nächsten Morgen macht er sich auf den Weg ins entlegene Emirat Ayman. So, das Ganze hat sich jetzt ein bisschen konkretisiert. Es gibt anscheinend einen Tuner, der heißt Matthias. Cooler Name übrigens. Ja, und da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Und der soll absolut krank sein, soll heftigste Autos am Start haben, heftige Typen und ja. Knapp 150 Kilometer von Dubai entfernt soll die Werkstatt von Mattia Bellossi liegen. Der Italiener hat sich als Tuner der Superreichen einen Namen gemacht. Also, so richtig wie so eine Tuning-Werkstatt sieht das hier nicht aus, ne? Aber wir sind hier richtig. Ah, Scheiße. Ah, das sieht schon mal nach Wüste aus. Ich glaube, hier bin ich richtig. Da steht ein kleiner Black Series. Schönes Männerspielzeug. Aber Matthias will zu den Monster-Buggies in die Wüste. Aber kein Firmenname, nix. Matthias? Ah, da ist er. Hoi. Hey, Matthias. Du bist mit ein bisschen Verspätung. Hm? Hauptsache bisher. Genau. Hör mal, die Jungs in Abu Dhabi haben mir gesagt, du kannst mich in die Wüste bringen zu den richtig krassen Spielzeugen. Ja. Die Wüste wartet. Matthias will jetzt endlich wissen, was es mit dieser mysteriösen Mutprobe auf sich hat, von der ihm die Speedgang in Abu Dhabi erzählt hat. Zusammen mit Mattia Bellossi fährt er weit raus vor die Tore Aymans zu einem Wüstencamp. So, das geht doch schon mal gut los hier, ha? So, Matthias. Ja. Und jetzt zeige ich dir mal was, was du bis jetzt noch nicht gesehen hast. Alter. Was sind das denn für kranke Geräte? Das sind kranke Geräte für kranke Kinder. Mindestens 650 PS im Heck. Mit das Schnellste, was es in Sachen Offroad gibt. Sandpaddelreifen inklusive. Kann ich gleich fahren? Dieses Mal ja. Ja. Mit einer kleinen Einleitung. Okay, ja. Sag mal, was wiegt denn der eigentlich? Wiegt 850 Kilo. 850 Kilo nur? Ja. Mit 650 PS? Ganz genau. Das kann ja heiter werden. Müssen wir irgendwie Helm tragen oder so? In diesem Fall kein Helm. Okay, aber wir haben hier keine Frontscheibe. Wir haben eine Skibrille für dich organisiert. Wir haben eine Skibrille für dich organisiert und eine Profibrille für mich. Wieso kriege ich keine Profibrille? Weil du kein Profi bist. Matthias hat nicht die geringste Ahnung, was heute noch auf ihn zukommt. Der Sandbuggy ist so laut, dass sich die Insassen nur per Sprechfunk verständigen können. Vorsichtig setzt Matthias das 150.000-Dollar-Vehikel in Bewegung. Das Fünfganggetriebe wird sequenziell geschaltet. Ansonsten funktioniert das Dünenmonster wie ein normales Auto. Alter, sieht ist das krass. Iha! Alles total weich, total easy. Das fühlt sich an wie, weiß ich nicht, wie Surfen oder so im Wasser. Oder wie auf einem fliegenden Teppich. Ein Federweg von einem halben Meter macht's möglich. Das ist ja sowas von obergenial. Es ist sehr wichtig, den Schnitt von den Dünen zu erkennen. Matthias wird mutiger. Wohlgemerkt, wir sind immer noch im zweiten Gang. Das Teil hat so viel Traktion, dass man in der Wüste ein Wheelie machen kann. Stichwort Wheelie. Damit wären wir wieder bei der Mutprobe, von der Matthias gehört hat. Langsam wird es Zeit. 4:30 Uhr. Bald geht's los. Was geht los? The game begin. Was für ein Game? The big game begin. Was ist denn das big game? Lass dich mal überraschen.
Wir machen uns auf den Weg in ein ganz spezielles Ort, an einen ganz speziellen Platz, wo ganz viele große Bubis deren Spaß haben. Okay. Dieser mysteriöse Ort nennt sich die Große Rote Düne und liegt ungefähr 50 Kilometer entfernt mitten in der Einöde. Mit den ultraschnellen Buggys keine ernstzunehmende Distanz. Allerdings wissen nur Insider wie Mattia, wo genau sich dieser Platz befindet. Schließlich will die Szene unter sich bleiben. Und dann tauchen sie auf, wie aus dem Nichts. Lauter PS-verrückte Araber. Wer es ganz dicke hat, fliegt mit dem Heli ein. Treffpunkt: Rote Düne. Sie alle haben sich hier versammelt, um den Sandberg zu bezwingen. Dafür braucht es vor allem eins: unglaublich viel Leistung. Die stärksten Buggys haben über 1000 PS im Heck. Also, das hier ist definitiv der größte Sandkasten-Spielplatz, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. So was Krasses habe ich noch nicht gesehen. Die Autos sind so heftig, die Buggys haben Monsterleistung. Ich glaube, da hat keiner unter 700 PS. Jetzt sieht Matthias, um was es bei der Mutprobe geht. Auf zwei Rädern die Düne hoch und wieder runterjagen. Ein Stunt, der perfekte Fahrzeugbeherrschung verlangt. Und blindes Vertrauen in den Piloten. Roger. Roger, ich bin soweit. Auch wenn ich nicht wirklich will, ehrlich gesagt. Jetzt musst du durch, mein Freund. Okay, dann gib Gas. Aber nicht so viel. Alter, geht das steil hoch. Alter, Schiene, geht das scheiße steil. Aber ich will nach Hause. Und das ist noch nicht mal Vollgas. Ja, ganz im Ernst, hier kann nichts passieren, ja? Wir kommen heile wieder nach Hause. Ganz im Ernst, ich hoffe. Oh. Ein Wheelie den Berg hoch, ich fass es nicht. Matthias, das ist für mich nicht möglich. Alter! Ich hab nur Himmel gesehen. Ich hab nur Himmel gesehen. Jetzt gibt Mattia Vollstoff. Unser Grip-Moderator ist ja bekanntermaßen eh nicht der beste Beifahrer. Hier wird er mal richtig auf die Probe gestellt. Hey, wir überschlagen uns gleich noch. Wir überschlagen uns gleich noch, Mattia. Hör auf. Oh Gott. Alter. Hey, ich hab noch nie so viel Schiss gehabt. Achterbahnfahren ist dagegen reines Kinderkarussell. Mattia holt alles aus seinem dünnen Monster raus. Matthias muss leiden. Dann hat der Fahrer ein Einsehen. Und Matthias hat zumindest den ersten Teil der Mutprobe bestanden. Ich habe mir gerade so dermaßen in die Hose gemacht, dass alles zu spät ist. Aber es ist so unfassbar geil. Das ist Wahnsinn. Ich meine, du guckst in den Himmel, du siehst nur Himmel. Blauen Himmel. Und das Auto bewegt sich, beschleunigt, beschleunigt. Das ist einfach, das ist unglaublich. Ich habe noch nie was gemacht. Diese Scheiße hier ist mindestens genauso geil wie das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, der M3 DTM und der G-Power. Das ist eine Liga mit dem Teil hier. Wie sieht's aus? Was? Willst du jetzt fahren? Lass mich ganz kurz überlegen. Nein. Ohne Scheiß, Matthias, das ist mir zu gefährlich. Ich fahre nicht selber. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dein Vertrauen. Ich bedanke mich bei dir. Auf dem Dragstrip hat Matthias noch sämtliche Gegner nass gemacht und wurde zum King über die Viertelmeile gekürt. Doch in ihrem ureigensten Revier haben ihm die Wüstensöhne deutlich seine Grenzen aufgezeigt. Aber wir sind uns sicher, der nächste Wettkampf mit den Wüstenbrüdern kommt bestimmt.